Vor einiger Zeit habe ich euch den limitierten Arrow-Video-Schuber zu Mario Bava's Black Sunday hier auf dem Kanal vorgestellt und in dem Video erwähnt, dass auch der von Mario Bava inszenierte Film Lisa and the Devil in so einer Schuber-Version veröffentlicht wurde. Allerdings habe ich euch diesen Schuber bis jetzt noch nicht gezeigt, einfach aus dem Grund, weil es bei mir Lieferprobleme gab und ich den Schuber erst jetzt bekommen habe. Deswegen holen wir das nach und im heutigen Video zeige ich euch Arrow Videos, Lisa and the Devil, Limited Slipcase Edition. Die Aufmachung der limitierten Schuber-Edition von Lisa and the Devil entspricht genau dem, was sich Fans von Arrow Video erwarten würden, beziehungsweise was ihr in meinem Video von Black Sunday bereits gesehen habt. Die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Releases gehen sogar so weit, dass sich Arrow Video offensichtlich für beide Backcover dasselbe Master zurechtgelegt hat. So sind die Grunddesigns beider Cover genau gleich, zeigen ein ziemlich helles, transparentes Postermotiv aus dem Film, zugekleistert mit einer ziemlichen Textlawine. Grundsätzlich könnte diese Aufmachung an die Trash Collection von CMV erinnern. Die sonstige Aufmachung mit den vier Covermotiven ist ebenfalls gleich geblieben wie bei den klassischen Arrow Video Releases. So gibt's neben dem neu und exklusiv für diese Edition angefertigten gezeichneten Cover auf der Rückseite der Blu-ray ein spanisches Motiv sowie auf der Innenseite des Wendecovers eine französische und amerikanische Version. Je nachdem, wie man dieses Vier-Cover-Cover in die Blu-ray schiebt und diese dann in den Schuber gibt, sieht man durch das Plastik-Sichtfenster des Schubers als Hauptcover genau das Cover, für das man sich entschieden hat. Das war's ja immerhin, was Arrow Video grundsätzlich immer ausgezeichnet hat. Öffnet man die M-Ray, sieht man, dass der Release aus drei Discs besteht. So bietet die Disc 1, die Blu-Ray, beide Versionen des Hauptfilms, sowohl Lisa and the Devil als auch die amerikanische Version The House of Exorcism. Dreht man das, bekommt man zwei DVDs, auf denen jeweils Bonusmaterial bzw. eine Schnittfassung des Films enthalten ist. Wie üblich momentan gibt's bei dem Blu-ray-Release eine Postkarte mit einem anderen Arrow-Videotitel, in meinem Fall ist es Deep Red von Dario Argento, sowie auf der Rückseite einer Übersicht über zahlreiche Arrow-Video-Cover. Außerdem wird ein umfangreiches Booklet angeboten, das unter anderem ein Essay über den Film und ein Interview mit Mario Bava sowie zahlreiche Poster und Stills aus dem Film enthält und tatsächlich sehr informativ ausgefallen ist und einige wissenswerte Informationen für alle Fans von Mario Bava bzw. von diesem Film liefert. Abschließend kann man über die limitierte Schuber-Edition von Lisa and the Devil dasselbe sagen wie bereits bei Black Sunday. Alle Leute, die so wie ich große Fans von Arrow Video sind und zumindest ansatzweise etwas Wert auf die typische Arrow Video Grundausstattung legen, die sollten sich auf jeden Fall die limitierte Schuber-Edition holen und die in ihr Arrow Video Regal stellen. Dieses Teil ist exklusiv über den Arrow Films UK Store erhältlich und auf nur 1000 Stück limitiert. Alle anderen können auch zur normalen Unlimited Edition greifen, die es unter anderem bei Amazon und in sämtlichen anderen Geschäften gibt. Ich kann nur hoffen, dass Arrow Video in Zukunft mehrere Filme auch in dieser Edition wieder veröffentlichen wird. Sieht man sich allerdings die Verkaufszahlen der Schuber an, so sind beispielsweise Lisa and the Devil, Black Sunday und der sogar auf nur 500 Stück limitierte Schuber von Zombie Flesh Eaters selbst Monate nach ihrer Veröffentlichung immer noch erhältlich, könnte es sein, dass diese Hoffnung unerfüllt bleibt.